Level 9. Mit meinem Level 6 Raupi komme ich da nicht weit. Dennis muss da herhalten. Tausch. Okay. Es zieht so derbst ab. Robby erreicht Level 7. Sehr schön. Dennis erreicht Level 12. Yay. Ach genau. Evoli. Nö, ich bleib hier bei. Was war das? War noch mehr, ne? Ne, war auch Level 8. Ja, dann kriegst du erstmal Donnerschock, ne? Guten Schlag. Ist Evoli ein Feuer-Pokémon oder entwickelt sich das noch in ein Feuer-Pokémon oder ist das einfach nur stinknormal Boden? Oh nein! Ne, wie hab ich. Oh nein! So viel Glück wie du kann man nicht haben. 280. Hey, Raupi entwickelt sich. In was denn? Oh, nö, komm. Nö. In fucking Safcon, Mann. Ja gut, aber jetzt hat's ja Tackle. Ach, schön, dass du Härtner erlernt hast. Aber was kommt denn dann aus Safcon? Woher kommt eigentlich Sichlor? Oder ist das so ein Pokémon, was sich nicht weiterentwickelt? Oder kommt das... Oder kommt da vielleicht Sichlor raus? Das wäre geil. Ich liebe Sichlor. In der Pokémon-Liga gibt es viele starke Trainer. Ich muss meinen Weg finden, an ihnen vorbeizukommen. Du solltest aufhören zu bummeln und dich in Bewegung setzen. Ja, ja. Okay, wo kommen wir denn hier hin? Wo kommen wir denn da hin? Okay, Wasser können wir noch nichts mit anfangen. Was hier? Pokémon-Liga-Haupteingang. Kommen wir eh dann rein. Ja, ich gehe ja trotzdem mal hin. Kann ja sein, dass wir irgendwas bekommen. Irgendwie so ein... Einfach mal so ein Orden oder so. Hier dürfen nur erfahrene Trainer passieren. Und du besitzt den Felsorden noch nicht. Befehl ist Befehl. Ich darf dich nicht durchlassen. Okay. Wir brauchen hier, glaube ich, alle Orden, weil dann je Raum weiter kommt dann halt der nächste Orden immer weiter, bla bla bla. You know? Achso, wir kommen ja gar nicht weiter. Wollte ich noch so ein bisschen durch das hohe Gras gehen? Nun gut. Wie sehen denn unsere Pokémon aus? Ja, ganz gut. Dann gehen wir wieder. Ne, warte mal. Man konnte auch sein Pokédex bewerten lassen über Computer. Und hier im Poké-Center steht ja ein Computer hier neben. Eis-PC? Pokédex-Bewertung. Soll dein Pokédex bewertet werden? Ja. In deinem Pokédex steht, gesehen 9 Pokémon, besitzt 4 Pokémon. Professor Eichs Bewertung, du hast noch eine Menge Arbeit vor dir. Suche in hohem Gras nach Pokémon. Die Verbindung zu Eichs bitte wurde zu trennen. Ja gut. War eigentlich abzusehen. Aber jetzt gehen wir wieder schön durch den Wald, beziehungsweise hier neben war ja noch eine Arena. Vielleicht ist da ja jetzt jemand drin. Ne. Oder ist das hier, wo man den letzten Orden bekommt? Weiß ich nicht. Ich kenne mich nicht aus. So, was haben wir denn hier jetzt? Ein Taubsi. Level 3. Machen wir mit unserem Saftkontrap. Ach du heilige Scheiße, was ist das denn?
das so gut war, dass ich das Raupi genommen habe und keinen Taubsi oder sowas. Na gut, wenn ich ein hohes Level 7 Taubsi oder so finde, dann fange ich das. War das so gut? Ich weiß es nicht. Geh zur Tür. Okay, den einen Weg sind wir ja abgegangen. Und ich würde sagen, ich versuche jetzt gleich einfach schon mal Rocco zu besiegen. Mal gucken, was es wird. Okay, Level 7 Safkon gegen Taubsi. Level 8. Level 8. Ja gut, er hat volle Energie. Kommt der Alex mal ran. Ui. Oh, Hornattacke. Ach, kannst du mal mit deiner Kack-Windstoß-Mist da aufhören? Vergiftet, 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 vergiftet. Nein. Aber die ist ganz gut, ne? Nicht tot, nicht tot, nicht tot, nicht tot. Nein! Es hat bestimmt genau das abgezogen, dass es stirbt. Ach ja, Dennis. Aber direkt Donnerschock. Da, fliege hier. Na gut, wenigstens hat Safkon noch ein paar Punkte bekommen. Ihr habt euch bestimmt einfach einen Kopf gepackt, von wegen, oh, ist die doof. Kann die sich nicht einfach... Warum fängt die sich denn Raupi? Das verwandelt sich doch eh in Safkon. Ach Gott. Aber du kannst nur Härtner, ne? Das bringt jetzt auch nichts, wenn er die ganze Zeit Härtner macht und das nur noch am Ende irgendwie ein Dings abzieht. Dings, Bums, Dings. Aber manchmal zieht es ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger ab. Los, guter Treffer, guter Treffer. Ist mir jetzt egal. Ich mach das mit dem Kack-Safkon jetzt hier kaputt. Egal wie lang es dauert. Nichts geschieht. Und warum geschieht nichts? Was hier eigentlich Farbenschuss? Das war in die Gedöns, ne? Tackle. Oh. Bin rückwärts gegangen. So, was haben wir jetzt hier? Ein Raupi. Level 3 Raupi. Mach ich mit meinem Level 7 Safkon mit 8 KP kaputt. Oder auch nicht. Obwohl, es zieht 2 ab bei dir. Farbenschuss. Ding daneben. Vielleicht kriegen wir es noch kaputt. Ja, das sieht gut aus. Ja. 22. 22. So, aber jetzt ein Raupi. Level 6. Nee, das wird nichts. Nein, nein, nein. Nein, halt, stopp. Dennis muss ran. Level 12 Dennis. Ruckzuckhieb. Reicht das? Wahrscheinlich nicht. Nee. Aber nochmal Ruckzuckhieb und das müsste reichen. Ja. Safkon erreicht Level 8. Weil das Problem ist, dass wir halt Rocco mit unseren so Blitzzeug nicht angreifen brauchen. Weil es keinen Sinn macht. Okay. Ich versuch's einfach. Jetzt sind wir ja. Eben haben wir, glaube ich, ein Level 4
Safgon kaputt gemacht mit einem... Oder waren kurz davor, das kaputt zu machen. Na, ich wechsle's jetzt aus. Das dauert sonst zu lang. Endes! Oh, ich hoffe nicht, dass aus einem Safcon ein Sichlor wird. Wobei es vom Namen her schon ziemlich ähnlich klingt irgendwie. Nee. Bitte nicht. Weil sonst habe ich dem einen dummen Namen gegeben. Beziehungsweise nämlich gar keinen. Ein Level 6 Taubsi. Ich wechsel's direkt aus. Pika! Wie? Dennis, das müssen wir aber noch mal lernen, doch. Yay! Ohne Kampf bis oben hin? Ohne Kampf bis oben hin? Sehr schön. Okay. Dann gehen wir jetzt einfach nochmal in Pogo Center. Pogo. Poke Center. Lassen unsere Dings auf Dingsen. Fit machen. Gehen dann nochmal in Pokémart. Pokémart vor allem. Und kaufen uns dann noch ein paar Tränke. Und dann versuche ich mich an der Arena. Wobei ich nicht weiß, wie das enden wird. Weil wir, glaube ich, ein bisschen unterlevelt sind für die Arena. Markt.